Liebe Freunde, herzlich willkommen und ich bin extra für euch zum Professor gerannt und habe nach Terminen gefragt, wann denn wohl die nächsten Videos ausfallen könnten, weil ja noch nichts Genaues feststand. Und er hat zu mir gesagt, am 1.6. und am 22.6. gibt es leider kein Video, weil dort bin ich dann leider eine Woche vorher an der Hochschule und kann dann dementsprechend halt nicht aufnehmen. Deswegen da am 1.6. und am 22.6. gibt es leider kein Video. So, dieses Mal wollte ich die Information jetzt nicht zu lange machen, weil letztes Mal war es ja schon echt ganz schön frech mit den 3 Minuten. Als ich da am Stein war, dachte ich mir auch, what the fuck, was hast du denn da alles erzählt? Heute will ich so ein bisschen auf das Verhalten vom Chamäleon in den ersten Tagen, wo ihr es quasi bekommt, eingehen. Weil da habe ich jetzt auch ein paar Nachrichten gekriegt. Ey, ich habe mein Chamäleon neu, das macht das. Oder ey, ich habe mein Chamäleon neu, das macht dann diese ganz komischen Sachen. Und da dachte ich mir, wollte ich mal so ein bisschen drauf eingehen und euch so ein paar Beispiele nennen, worauf ihr euch einstellen könnt, theoretisch, wenn ihr ein neues Chamäleon habt. Denn, ne, bevor ihr es hier natürlich holt, habt ihr alles gecheckt. Die Temperatur läuft, die Luftfeuchtigkeit hält sich. Das Terrarium ist groß genug und schön eingerichtet. Alles, was fehlt, ist halt nur noch das Tier. Einige sind vielleicht voreingenommen und denken, okay, es zieht sich zurück, es bewegt sich gar nicht viel. Die anderen denken, was kann denn da alles passieren? Und da bin ich dann so ein bisschen der Vermittler und verrate euch, was für Verhalten ihr erwarten könntet. So, alles ist eingerichtet. Das Chamäleon erreicht das Terrarium. Cool, ne? Wer die Serie 24 kennt, ich glaube, es war eine Serie, aber ich fand sie auf jeden Fall damals sehr, sehr cool. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne mal angucken. So, gerade in der ersten Zeit, wenn ihr das Chamäleon habt, wird es sich, sobald ihr es ins Terrarium gesetzt habt, sehr, sehr viel verstecken. Das ist natürlich normal, ne? Das ist halt so, weil es ist gerade, wie ich schon damals gesagt hatte in einem vorherigen Video, es ist halt aus dem alten Umfeld rausgerissen worden, sage ich jetzt mal so dramatisch, und ist dann quasi in euer neues Zuhause reingesetzt worden. Das sieht noch nicht, wie toll es da ist, sondern merkt erst, okay, es ist eine Veränderung passiert, also muss ich mich jetzt erstmal verstecken und mich mit der Lage akklimatisieren. Das bedeutet, das Chamäleon wird halt ins Terrarium gesetzt und es wird sich halt meistens, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber es wird sich meistens instant irgendwo verkrümeln, wo ihr es nicht direkt seht. Und das ist dann zum Beispiel auch der Anfangsmoment, wo ich halt gesagt habe, okay, das Chamäleon braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, um mit der Situation halt klarzukommen und halt erstmal sich an die ganze Lage zu gewöhnen. Da dann auch dann dem Tier so viel Respekt dann quasi zuweisen, dass ihr dann dem Chamäleon auch dann die Ruhe lasst, damit es sich dann auch erstmal im Terrarium zurechtfinden kann. So, und dann sind wir auch schon in der nächsten Phase, Meister der Überleitung, und zwar wird sich im nächsten Schritt das Chamäleon mit dem Terrarium ein bisschen vertraut machen. Und zwar wird es sich dann durchs Terrarium bewegen, nach oben rennen, nach unten rennen, es wird sich auch auf dem Boden aufhalten, einfach nur um zu gucken, wo es gerade ist, um mal ein bisschen die Maße abzuschätzen und wie weit es dann halt sich quasi im Terrarium bewegen kann. Deswegen wird dann einmal an der Wand entlang gewatschelt, es wird einmal nach oben gegangen, es wird geguckt, okay, wo habe ich die Sonnenplätze, es wird dann nach unten gegangen, es wird dann geguckt, okay, wo ist der Boden, wie ist der Boden, manche Chamäleons, die ich hatte, die buddeln da auch ein bisschen rum und es wird dann geguckt, wo kriege ich was zu trinken her. Diese Trinkfindung, ne, die dauert natürlich auch. Manche Chamäleons denken sich dann auch, okay, dann probiere ich halt erstmal eine Pflanze, wie zum Beispiel aus jedem Chamäleon, und sieht dann, okay, daraus beziehe ich dann anfangs meine Wasserquelle, weil es halt noch nicht so ganz checkt, dass es da eine super Tropftränke gibt oder so. Die zweite Phase ist dann erstmal dieses Erkunden im Terrarium an sich, wo es sich gerade befindet und wo es was machen kann. Ein weiterer Punkt, der häufig passiert, beziehungsweise auch mir sehr häufig passiert, ist der anfängliche Hungerstreik. Ja? Das Chamäleon ist so unzufrieden mit der Gesamtsituation, dass es sich denkt, so, dir pinkel ich jetzt ans Bein und sage, ey, ich esse jetzt einfach nichts. Da verlieren die meisten Leute die Nerven. Ich inklusive auch. Als ich zum Beispiel Murphy gekriegt habe, hat der wirklich original 10 Tage nichts gefressen. Und ich habe jeden Tag meiner Züchterin geschrieben, ey, der hat nicht gefressen. 24 Stunden später, ey, der hat wieder nicht gefressen. Und sie jedes Mal, Alter, reg dich nicht so auf, das ist ganz normal. Ne, das ist, kann man quasi vergleichen, wie wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal ein Auslandssemester, oder ihr zum Beispiel, je nachdem wie alt ihr seid, macht ein Praktikum im Ausland von 6 Wochen oder so, dann ist das ja auch erstmal, je nachdem wie heimatnah ihr euch verbunden fühlt, ist es ja auch erstmal eine sehr, sehr große Umstellung, und es kann auch sein, dass euer Magen nicht so ganz mitspielt und ihr dann erstmal keinen Hunger habt, einfach weil alles Neues und die ganzen fremden Einflüsse auf euch einwirken. So, das gleiche könnt ihr quasi so sehen wie bei einem Chamäleon, was ihr quasi von dem alten Zuhause in euer Zuhause jetzt halt transportiert habt. Da gibt es halt auch einfach so viele neue Einflüsse, dass sich das Chamäleon so ein bisschen übermannt fühlt von alledem und erstmal an Essen gar nicht denkt. Zum Beispiel, selbst wenn ihr das Futtertier halt quasi vor seine Nase haltet oder ihre Nase haltet, je nachdem was für ein Geschlecht ihr euch holt, kann es passieren, dass es halt einfach nicht reagiert, beziehungsweise auch einfach keinen Bock hat. Es kennt euch noch nicht. Es sieht zwar das Futtertier, aber es kennt euch noch nicht, weiß nicht, ob es euch vertrauen kann. Es ist ein komplett neues Umfeld, deswegen da, lasst dem Tier Zeit. Ein Chamäleon kann laut Aussage meiner Züchter auch gute 10 Tage ohne Fressen
auskommen. Sollte es aber über diese 10 Tage hinausgehen, solltet ihr auf jeden Fall mit dem Tier zum Tierarzt fahren, denn dann könnte etwas Ernsteres dahinter stecken. Aber so in den ersten 1 bis 7 Tagen, eigentlich laut meiner Erfahrung, in der Regel, außer Murphy war halt so eine Ausnahme mit seinen 10 Tagen, aber sonst hat eigentlich in dem Zeitraum jedes Tier was gefressen. Ich habe auch schon mit Leuten halt aus der Community gequatscht, also auch von euch zum Beispiel, da habt ihr auch ein neues Chamäleon gekriegt. Jedem Chamäleon hat direkt am ersten Tag gefuttert. Einige haben ein paar Tage Zeit gebraucht, deswegen ist es relativ von Tier zu Tier unterschiedlich. So, der nächste Punkt. Erstmal vorweg, sollte ich irgendwie am Kopf leicht schwitzen, ja, ich sag es euch. Wir haben jetzt aktuell Mittwoch, den 18. Mai und wir haben 12.33 Uhr und bereits 27 Grad. Ich wohne unterm Dach, habe die Softbox an und mein Terrarium hat bereits auch schon 28 Grad, so um den Dreh. Es ist ein bisschen warm, aber ich hoffe mal, das sieht man nicht so krass. Aber wo wir gerade beim Schwitzen sind, sind wir gerade bei Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit braucht man natürlich auch im Terrarium. Mein Gott, boah, was eine Überleitung. Leck mich doch am Fuß, ich bin dafür der König. So, und zwar kann es passieren, wenn ihr zum Beispiel mit der Hand sprüht, mit einer Sprühflasche, dass das Chamäleon euch anfaucht bzw. versucht, nach euch zu schnappen. Ja, weil überlegt mal, dann geht die Tür auf, das Chamäleon ist gerade neu, ne, und dann kommt direkt so eine Sprühflasche mit der Hand rein und dann kommt direkt Flüssigkeit raus, was Chamäleon auch nicht weiß, was da los ist. Manche Chamäleons, auch je nachdem, wie interessant diese Farbe halt ist, ich habe zum Beispiel eine gelb-blaue Sprühflasche, fühlen sich dann davon in der persönlichen Meinung eingeschränkt, pusten sich auf und nehmen dann direkt Verteidigungshaltung ein. Das ist, würde ich jetzt sagen, normal. Das hat jetzt bei mir auch nicht jedes Chamäleon gemacht. Anfangs hat es bei mir Murphy gemacht. Das heißt, wenn man es halt auf Entfernung ist, ist noch alles gut. Aber sobald man halt ein bisschen näher kommt, um halt alles einzusprühen, damit die Luftfeuchtigkeit sich gleichmäßig verteilt, kann es dann passieren, dass das Chamäleon Verteidigungshaltung einnimmt. Dann ne, nicht davon einschüchtern lassen, dass es mal kurz faucht. Dann einfach schnell fertig machen, dass über die Luftfeuchtigkeit ist und dann auch das Tier wieder in Ruhe lassen. Ne, also das Chamäleon wird jetzt nur im äußersten Notfall halt schnappen, sag ich jetzt mal. Das heißt, wenn jetzt wirklich 5 Minuten oder so mit der Hand dann vor der Nase rumfuchtelt, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr eine gewatschelt kriegt. Aber wenn ihr erstmal schnell alles durchmacht, dann sollte es da keine Probleme geben. So, die Eingewöhnungsphase schreitet ein bisschen weiter fort. Und ihr merkt, am Chamäleon findet ein Stimmungswechsel statt. Das bedeutet, ihr guckt eines Tages ins Terrarium und seht, wie das Chamäleon nonstop am durch die Gegend flitzen ist. Das ist dann so gesehen so eine kleine aktive Phase, nenne ich das jetzt mal. Bislang haben eigentlich, ja nicht alle Chamäleons, ich sag jetzt mal 70% meiner Chamäleons haben das gemacht. Nachdem sie sich halt wirklich alles erkundet haben, sich so ein bisschen sicherer fühlen, sind die halt nonstop am durch die Gegend rennen. Die krabbeln die Wände hoch, die rennen diese Äste rauf und runter. Die fummeln an den Lianen rum und was nicht alles. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr, sehr aktiv. Und man denkt sich auch, okay, ich habe eigentlich von Chamäleons gedacht, die sind eigentlich relativ ruhig, aber meins irgendwie nicht. Und da dann auch nicht nervös werden, dass ihr denkt, okay, das muss irgendein Tumor haben oder so, sonst normalerweise rennt das nicht so rum. Das kann auch passieren, sobald sich das Chamäleon halt ein bisschen sicherer fühlt, dass es halt ein bisschen schneller irgendwo durch die Gegend rennt. Murphy hat das zum Beispiel auch so gemacht. Der war am Rumrennen und da wurde ich dann halt ganz nervös, weil der auf einmal auch anfing, durchs Terrarium zu springen. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, okay, den Kollegen habe ich nicht mehr lange. Aber es hat sich alles geklärt. Ne? Nach geraumer Zeit wurde dann auch so ein bisschen ruhiger. Und das ist auch zum Beispiel schon der nächste Punkt. Und zwar nach dieser aktiven Phase werden dann, gewöhnt ihr euch dann quasi ans Verhalten des Chamäleons, aber dann wird es quasi wieder ruhiger. Und ihr nehmt es dann halt so wahr, als würde das Chamäleon dann zu ruhig werden, obwohl es sich quasi von Anfang an nicht wirklich verändert hat, sondern nur diese aktive Phase das Besondere war. Denn nach dieser aktiven Phase wird das Tier dann meistens sehr, sehr viel ruhiger. Es setzt sich halt ein bisschen öfter auf den Ast. Es sieht dann schon, okay, da habe ich einen Sonnenspot. Heute habe ich mal keinen Bock, mich so viel zu bewegen, dann setze ich mich auch mal an einen Sonnenspot oder so. Oder ich will mal ein bisschen mehr verstecken, deswegen setze ich mich da in meine kleine Höhle da rein, die ich da gefunden habe, in den ganzen Ästen und Blättern und so. Und das sehen dann auch viele Leute als kritisch, so nach dem Motto, oh, mein Chamäleon hat jetzt irgendwie was. Das ist aber meistens gar nicht der Fall, denn meistens beruhigt sich dann das Chamäleon halt wieder und bewegt sich dann einfach chamäleongemäß, in der chamäleongemäßen Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, durch das Terrarium. So, und der letzte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist diese Zutraulichkeit. Denn die Zutraulichkeit gegenüber dem Besitzer, also euch, passiert jetzt nicht über einen längeren Zeitraum, sondern passiert bei mir zum Beispiel in 100% der Fällen von heute auf morgen. Das bedeutet, am Tag vorher hat mein Chamäleon, auch Murphy, überhaupt keinen Bock auf mich gehabt. Der hat mich angefaucht beim Sprühen, der hat nicht gefressen und sonst was gemacht. Der hat einfach sich dann versteckt, sobald ich mich vor das Terrarium gestellt habe. Und am nächsten Tag, kein Scheiß, nach ungefähr 2-3 Wochen war das, glaube ich, hing der da so an der Scheibe und war am Kratzen und am Machen und am Tun, ne? Nimm mich raus, habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Ist da irgendwie was? Mach die Terrariumscheibe auf. Und der kommt direkt am Arm hochgekrabbelt, als wäre nie was gewesen, als würden wir uns schon 20 Jahre kennen.
Kein Scheiß. Ja, und diese Zutraulichkeit ist bei keinem meiner Chamäleons über einen gewissen Zeitraum passiert, sondern war immer von heute auf morgen. Und da habe ich jetzt auch die Nachricht gekriegt, das fand ich auch lustig. Ja, mein Chamäleon hat an der Scheibe gekratzt und hat nicht überhaupt dann rausgenommen. Es wollte gar nicht mehr zurück ins Terrarium. Ist da im Terrarium irgendwie was? Schlechte Luft oder muss ich da irgendwie was verändern? Bla, bli, blub. Wo ich mir dachte, nö. Das ist halt bei mir, bei jedem Tier so gewesen. Das Chamäleon möchte halt raus. Das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint oder so. Das war halt, ich fand das nur lustig, weil meine Chamäleons haben das alle gemacht. Die wollen halt raus und dann hast du es halt auf der Hand. Trägst es dann so ein bisschen durch die Gegend, durchs Zimmer, gehst mal runter ins Wohnzimmer oder in den Garten oder sonst irgendwie wohin. Dann sieht das Chamäleon, oh, hier ist ja viel geiler und hier muss ich mich sogar nicht mehr bewegen, um Strecke zu machen. Ich will nicht mehr zurück ins Terrarium. Das hat auch ewig gedauert, bis ich dann Murphy wieder überredet gekriegt habe, ins Terrarium zu gehen. Überredet heißt so viel ist, ich habe das Chamäleon genommen und ist einfach vom Arm gepflückt und wieder auf den Ast gesetzt, weil ich das wirklich nicht mehr los, weil ich bin Murphy echt nicht mehr losgeworden. Das war auch schon am Ende nicht mehr lustig, weil ich musste halt weg und ich hatte halt immer noch Murphy auf dem Arm. Aber irgendwann muss man das hier halt auch zu seinem Glück zwingen, es nehmen und dann einfach auf den Ast setzen. Aber das passiert halt echt relativ häufig und dann habt ihr erstens Glück und auch gleichzeitig verloren. Weil immer, wenn ihr dann irgendwas im Terrarium machen wollt, kommt das Chamäleon angewackelt und will dann raus. Murphy ist irgendwann schon so weit gegangen, dass ich dann unten am Brunnen gearbeitet habe, beziehungsweise an der Tropftränke, habe dann das Wasser gewechselt und merkt dann, wie so ein Chamäleon auf einmal vom Ast über meinen Kopf watschelt und hinten an meinem Rücken runter. Da müsst ihr dann so ein bisschen gucken, dass ihr das alles entweder schnell macht oder euch jedes Mal darauf einstellt, dass ihr das Chamäleon dann 20 Minuten draußen rumrennen lasst. Weil, wenn sich das Tier da einmal dran gewöhnt hat, hat er auch eigentlich verloren. Aber ich finde, das ist so mit der schönste Schritt, der irgendwann passiert, wenn sich das Chamäleon halt so zu euch hingezogen fühlt, dass es sagt, so, Peasant, nimm mich raus und trag mich durch die Gegend, denn dafür bist du gut. Ne? Das finde ich dann ist auch der Moment, dass euch das Chamäleon dann vertraut und das finde ich dann ist auch der schönste Schritt dann als Chamäleonhalter, wenn dann dieser Punkt halt eintritt. So, und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ich habe jetzt immer so ein paar Punkte, ich glaube 6 waren es oder 7, rausgesucht, die euch hätten passieren können. Das waren so die gängigsten, weil ich wollte nur die nehmen, die mir so als erstes in den Kopf schießen. Weil ich dachte mir so, die Sachen, die mir als erstes in den Kopf schießen, die passieren wahrscheinlich auch am häufigsten. Deswegen habe ich dann die genommen. Nichtsdestotrotz, wenn ich irgendwas nicht ausreichend genug erklärt habe, gerne in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich da oder in einem separaten Video nochmal genauer drauf ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da lassen, würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr Familie, Verwandte, Bekannte habt, die sich für das Thema Chamäleon interessieren, gerne dieses Video präsentieren. Und wenn ihr mehr Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are